Willkommen zurück. Passend zum heutigen Reaction-Thema hat Refinery29 einen Artikel rausgebracht. Und weil ich mir den nicht alleine tun kann, ihr wisst es ja, muss ich euch wieder mit reinziehen. Link zu dem Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch einen Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort aber raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus einbringen Kanal. Als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr euch meine Comics aber geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: Kannst du ADHS wirklich selbst diagnostizieren? Fragezeichen. Es ist kompliziert. Und somit ist es auch beantwortet. Aber keine Sorge, das Video geht ja weiter. Und zwar stammt der Artikel von Mireille Saman und Elisabeth Kohan. Zu den beiden kommen wir ja bestimmt noch. Und ich würde mal sagen, fuck mich dann drum rum. Los geht's. Seitdem es 2021 gepostet wurde, hat das TikTok-Video, das die Debatte rund um die ADHS-Selbstdiagnose überhaupt angestoßen hat, mittlerweile über 9 Millionen Views angesammelt. Vielleicht hast du es auch selbst schon gelesen. Eine Person im Batik Treasure T-Shirt zeigt auf eine Sprechblase über ihrem Kopf, in der steht Things you didn't realize could be ADHD. Also, wovon du nicht wusstest, dass es an ADHS liegen könnte. Über die nächsten 60 Sekunden hinweg werden dann diverse Symptome aufgezählt. Wut wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, unruhiges Zittern, Schwierigkeiten damit, abgelehnt zu werden, unbewusste Geräusche, Konkurrenzdruck oder ein Hyperfokus auf die eigenen Interessen. Ja, also das muss man nicht unbedingt allein nur auf ADHS zuschieben, sondern auch auf Autismus. Denn Autismus und ADHS können sehr wohl miteinander kombinieren. Und deswegen, Symptome ist schon mal wieder falsch gewählt. Beides sind keine Krankheiten. Neben dem Abschnitt, den wir vorher gelesen haben, sehen wir eine junge Frau mit langen Haaren, wie Esmeralda von Glöckner von Notre Dame ungefähr, muss man sich vorstellen, mit einem Leoparden-T-Shirt. Nein! Wer bist du denn? Ey, kennst mich nicht? Ich bin der Tommy Krause. Ey, voll geil, ne? Ja, und was willst du hier? Ja, das ist Tika. Und ich sag Leoparden. Nein, Tika. Und weiter streiten können wir uns später. Jetzt erst einmal schauen wir uns das Foto nochmal genau an, denn wir haben ja nicht alles detailliert kommentiert. Also, wir haben hier eine Frau im Esmeralda-Typ mit einem schönen Shirt. Und da hat sie einen Apple, glaube ich, in der Hand. Denke ich mir zumindest mal so. Und genug davon, und wir lesen weiter. Wenn du dich dann durch die Kommentare zu dem Video scrollst, fühlt sich das ein bisschen so an, als sei es du bei einer archäologischen Ausgrabung, als würdest du in der Zeit zurückreisen und zuerst die Nachbeben, dann den Auslöser entdecken. Ganz oben in den Kommentaren warnt die Person, die das Video überhaupt erst gepostet hat, andere vor der Selbstdiagnose. Aha, sowas gibt es auch? Aber dazu kommen wir ganz in Ruhe noch. Da gibt es noch ein viel besseres Beispiel. Aber lesen wir erstmal weiter. Leute, es ist total okay, mit Problemen mitzufühlen. Aber es ist nicht okay, dich selbst zu diagnostizieren und anderen zu erzählen, dass du ADHS hast. Genau so ist es. Wenn man schon eine Selbstdiagnose durchführt, sollte man es für sich behalten. Na gut, ich hatte zuletzt mal versucht, auch eine ADHS-Selbstdiagnose zu machen, auch während einer Reaction. Natürlich mit einem negativen Ergebnis, dass ich kein ADHS habe. Und dafür habe ich völlig zu Recht an meiner eigenen Nase gefasst. Und deswegen lesen wir weiter. Wenn du dich weiter durchscrollst, liest du immer mehr Kommentare von Leuten, die dasselbe betonen, dass niemand aufgrund eines Videos vermuten sollte, ADHS zu haben. Aber dann, weiter unten, stellst du fest, dass dort sehr viele Leute genau das tun und Dinge schreiben wie
Halt, dieses plötzliche, schrägstrich ängstliche Zittern ist nicht normal. Oder ich wusste nicht, dass ich ADHS habe. Oder ich, Punkt, ich glaube, Punkt, ich habe ADHS. Ja, macht es noch spannender. Und so entlarvt man jemanden, der nicht im ADHS-Spektrum ist. Wenn man Glaube als Wort verwendet. Denn Glauben heißt ja nicht Wissen. Und deswegen lesen wir weiter. Ähnlich läuft es in den Kommentarspalten unter Videos zu anderen Erkrankungen oder Störungen ab. Fun Fact: ADHS als auch Autismus sind weder Erkrankungen noch Störungen. Und wir lesen weiter. Die eine Hälfte bittet darum, sich nicht selbst zu diagnostizieren, während die andere fleißig drauflos diagnostiziert. Diesen Kontrast findest du gleichermaßen unter Videos zu Traumata, Autismus, Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Manchmal sprechen die Kommentare einfach nur von einer Identifikation mit dem Inhalt. In den Klammern, das klingt genau wie ich, oder machen das nicht alle so? Fragezeichen. Oft vor allem unter beliebteren Videos melden sich aber auch andere Stimmen zu Wort und betonen, dass das Video nicht von Expertinnen erstellt wurde oder dass die darin angeführten Symptome sehr vage formuliert sind und sich auf jeden übertragen ließen. Ja, auch das jeden wurde gegendert. Na gut. Heinos Meinung dazu wollen wir ja heute natürlich nicht thematisieren, aber wir wissen es ja mittlerweile. Kommt nicht mit Symptomen bei uns an, bitte. Warum sage ich überhaupt bitte? Ihr macht das sowieso nicht. Ihr von Refinery29 als auch von den anderen Quellen hört sowieso nicht auf das, was eure Leser hier schreiben. Insbesondere nicht von uns Menschen im Autismus und oder ADHS-Spektrum. Meine Güte, kann man sich nicht ausdenken. Naja. Lesen wir weiter, komm. Wie im Fall dieses ADHS-Videos wird der Konflikt zwischen Selbstdiagnostizierenden und davor Warnenden aber so laut, dass man meinen könnte, die gesamte Gen Z sei dank TikTok davon überzeugt, jede klitzekleine Angewohnheit sei das Symptom irgendeiner geistigen Erkrankung. Aber lässt sich ADHS überhaupt selbstdiagnostizieren? Und wäre es denn so schlimm, wenn das aufgrund eines TikToks passiert? Ja, und diese beiden Fragen können wir natürlich so beantworten. Selbstdiagnose zum Thema ADHS habe ich euch schon mal vorgeführt in einer der Reactions. Und das geht. Aber besser ist es auf jeden Fall, genau wie bei Autismus, dass man zu einem Experten geht. Dann kriegt man die offizielle Diagnose. Und bei der Frage, wäre es denn so schlimm, wenn das aufgrund eines TikToks passiert? Ja, kommt auf jeden Fall auf dem Inhalt des Videos an. Wenn das zum Beispiel sehr übertrieben dargestellt wurde, dann ist natürlich die Reaktion groß. Aber jetzt kommen wir zur der Pro- und Kontraliste der TikTok-Selbstdiagnose. Weiter geht's. Ich finde es positiv, dass das Thema auf TikTok so groß ist, meint Dr. Kim Hayes, Dozentin für Gesundheit und soziale Gerechtigkeit an der Manchester Metropolitan University. In jeder Gesellschaft, in aller Welt, wird uns gesagt, wir sollten gegen die Stigmatisierung mentaler Gesundheitsprobleme angehen. Aber spricht kaum jemand darüber, wie diese Probleme eigentlich aussehen. Ne? So kursiv dargestellt. Man sieht ja auch ADHS und Autismus demjenigen nicht an. Denn wir sind alles Menschen. Und deswegen lesen wir weiter. Genau das liebe ich an diesen TikToks und an Online-Foren wie Reddit. Es sorgt für ein besseres Allgemeinwissen rund um die geistige Gesundheit, wenn Leute offen erzählen, wie sich ihre Angststörungen oder ihr ADHS äußert, meint Dr. Hayes. Ihrer Meinung nach ist das etwas Gutes. Wie gesagt, es kommt auf den Inhalt des TikToks-Videos an. Aber wenn es etwas ist, was natürlich sowieso negativ ankommt, dann vermittelt das halt ein falsches Bild zu dem jeweiligen Thema. Und dann wäre diese Öffentlichkeitsarbeit mal wieder
für nichtig erklärt, beziehungsweise nada. Aber gut. Lesen wir weiter. Sie jedenfalls stört sich nicht daran, dass manche Userinnen nach dem Schauen solcher Videos glauben könnte, diese oder jede Erkrankung zu haben. Wenn jemand ein TikTok findet, das genau seine oder ihre eigene Erfahrung widerspiegelt, wird sich diese Person dazu sicher nicht nur auf TikTok informieren, meint Dr. Hayes. Sie wird sich sicher auch online nach anderen Informationen umschauen. Und diese Recherche wird den ersten Verdacht dann entweder entkräften oder bestätigen. Und wenn die Person weiterhin glaubt, die Selbstdiagnose könnte stimmen, wird sie sich vermutlich hilfesuchend an das eigene Umfeld oder Ärztin wenden. Also das muss man nochmal vor Augen führen. Und wenn die Person weiterhin glaubt, die Selbstdiagnose könnte stimmen, also könnte stimmen, wohlgemerkt, wird sie sich vermutlich hilfesuchend an das eigene Umfeld oder Ärztin wenden. Und das eigene Umfeld wäre wahrscheinlich die eigene Familie, um nochmal die Vergangenheit der Familie nochmal nachzufragen, ob aus ihrem Familienumfeld jemand im Autismus-Spektrum war oder ist. Oder Ärztinnen, sprich Hausärzten, die halt Listen von Autismus- bzw. ADS-Experten geben können, zu der sie hingehen können. Und deshalb nochmal meine Bitte, geht zu einem richtigen Autismus- bzw. ADS-Experten oder wenn es um was ganz anderes geht, zu deren Experten, da wird auf jeden Fall die offizielle Diagnose gestellt. Selbstdiagnose an sich ersetzen keine offiziellen Diagnose. So ist es nun mal. Man kann es zwar bei den Behörden versuchen, ein TikTok-Video zu schicken, aber ich glaube, da wird man vor den Behörden ausgelacht und weggespuckt, als wenn man eine lästige Fliege oder irgendein Käfer. Und apropos, vor 20 Jahren war der letzte VW-Käfer in Mexiko vom Band gelaufen. Und über den VW-Käfer reden wir natürlich nicht, weil seit wann hat der Volkswagen-Käfer etwas mit Autismus zu tun? Aber gut, vielleicht kommt das ja irgendwann mal in einer der kommenden Reactions zum Ausdruck. Ich kann zwar nicht versprechen, aber seid halt darauf gefasst, falls es mal kommen sollte. Und deswegen, weiter geht's. Wenn es dann aber um die medizinische Behandlung geht, gibt es doch Grund zur Vorsicht, betont Dr. Hayes. Die medizinische Behandlung von geistigen Beschwerden hat meist enorme Nebenwirkungen. Wenn die Therapie also nicht gründlich überwacht wird, kann es sehr gefährlich werden, sagt sie. Sie glaubt aber, dass nur wenige Leute, die sich selbst eine Krankheit diagnostizieren, dann auch tatsächlich an die psychiatrischen Mittel kämen, mit denen sie ihre Symptome vielleicht behandeln könnten. Aber nicht mit irgendwelchen Medikamenten und so weiter, die halt das Blaue vom Himmel versprechen und ihr wisst es ja selbst, Leute. Es gibt bestimmte Medikamente, die kann man gerne einnehmen, wenn man möchte. Und es gibt auch die Medikamente, die sowieso zum einen eh nicht zugelassen sind und zum anderen gefährlich für einen selber ist. Zum Beispiel, wenn man während der Schwangerschaft ist. Denn man müsste doch eigentlich nach Contergan doch gelernt haben, dass Medikamente nicht unbedingt was Gutes sind, sondern auch die sogenannten Nebenwirkungen, egal wie klein oder schwer sie auch sein mögen, dass diese ebenfalls Bestandteil der Medikamente sind. Denn nicht umsonst gibt es ja in den Werbespots bei riesigen Nebenwirkungen, fragt sich den Arzt oder Apotheker. Aber, na gut. Vielleicht sollte man das auch bei Selbstdiagnosen auch mal mit einblenden, aber da wird wahrscheinlich die chinesische Regierung gar nicht mitmachen wollen. Die werden sich auch dagegen wehren und wahrscheinlich dann weiter überreagieren und uns dann mit Krieg drohen. Aber bevor wir uns jetzt hier weiter verhaspeln und der chinesischen Regierung noch mehr verärgern, lesen wir lieber weiter. Es gibt aber Expertinnen, die die TikTok-Selbstdiagnose für potenziell schädlich halten. Und da sind wir doch mal gespannt. Denn potenziell schädlich, das haben wir im Bereich von chinesischer Regierung auch schon gesprochen.
Aber jetzt kommen wir allein zur Selbstdiagnosen auf TikTok. Weiter geht's. Das ist eine ziemliche Grauzone, erklärt Dr. Ina Kanewski, Professorin für Psychologie am San Diego Mesa College. Dr. Kanewski betont, sie ist keine klinische Psychologin und diagnostiziere daher niemanden. Auf TikTok hat sie über 1 Million Followerinnen und postet regelmäßig Stitches, Duets oder Antworten auf Videos, von denen sie glaubt, sie würden Fehlinformationen zur mentalen Gesundheit verbreiten. Genau wie bei Kanal Autismus. Da reagiere ich auch auf Fehlinformationen zum Thema Autismus und stelle sie natürlich richtig und betreibe damit auch gleichzeitig Hygiene im Internet. Und das wird so lange weitergehen, bis überhaupt keine Fehlinformationen zum Thema Autismus verbreitet werden. Und genau deshalb rede ich auch in einigen Videos über das sogenannte Füße stillhalten im Zusammenhang mit Nachrichtenmeldungen zum Thema Autismus, wo Fehlinformationen verbreitet werden. Und das hatte auch beinahe geklappt. Das war auch genau 1 Jahr her. Aber gut. Weiter geht's. Ich bemerke diesen Trend, in Klammern zur Selbstdiagnose, Klammer zu, und mache mir Sorgen deswegen, sagt sie. Dr. Kanewski räumt ein, dass es durchaus geistige Beschwerden gibt, die eindeutig unterdiagnostiziert sind. Was beispielsweise ADS oder Autismus angeht, wurde beides jahrelang bei Menschen ignoriert, denen bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde. Das lag an dem Irrglauben, ADS und Autismus betreffe nur Jungs und Männer und daran, dass Ärztinnen lange nicht verstanden, inwiefern sich beides bei Frauen anders äußert, sagt sie. Ich will also nicht sagen, dass man nie auf das hören sollte, was auf TikTok erzählt wird, oder dass man sich nicht selbst diagnostizieren darf, oder dass das immer eine Therapeutin tun muss. Ja, und das mit dem Irrglauben, ADS und Autismus betreffe nur Jungs und Männer, das wurde sowieso schon längst totgetreten. Denn auch Mädchen und Frauen können sich im Autismus- bzw. ADS-Spektrum befinden. Beides geht natürlich auch in Kombination. Weiter geht's. Dr. Kanewski stört sich aber sehr wohl an Videos, deren Creators scheinbar wollen, dass sich Leute anhand dieses Inhalts diagnostizieren. Wie Videos, in denen dazu aufgefordert wird, in den Kommentaren einen erhobenen Finger zu posten, wenn sich die Zuschauerinnen mit dieser oder jener Erfahrung identifizieren können. Viele der Symptome, die in solchen Videos aufgezählt werden, sind in Wahrheit gar keine Symptome dieser Erkrankung, sagt sie. Sie können durchaus bei Betroffenen auftreten, aber auch fernab dieser Erkrankung. Ja, fernab dieser Erkrankung. Fun Facts noch einmal. ADS als auch Autismus sind beides keine Erkrankungen. Und kommt auch nicht mit Symptomen wieder bei uns an. Warum macht ihr immer die gleichen Fehler, Dr. Kanewski und Refinery29? Denn wenn Autismus und ADS Erkrankungen wären, dann wären sie natürlich heilbar. Sind sie aber nicht. Da kann man doch mit irgendwelchen Experimentenvorschlägen an uns vorbeikommen. Die sind sowieso in den meisten Fällen, wenn es die überhaupt geben würde, besonders tödlich. Weiter geht's. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Um es kurz zu sagen, TikTok-Videos können nie echten medizinischen Rat ersetzen. Das heißt aber nicht, dass es in der App nicht doch hilfreiche Informationen gibt. Du solltest aber alles kritisch hinterfragen und selbst nachforschen. Ich sage immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, meinte Psychologe Dr. Leslie Cook, die selbst Content bei TikTok postet. Es gibt Leute, die wissentlich Fehlinformationen verbreiten. Und Leute, die sich für Expertinnen halten, aber über Themen sprechen, die sie nicht völlig verstehen. Genau wie die Quellen, die bei Kanal Autismus auftauchten und in Zukunft auftauchen werden. Denn wir werden bei denen sowieso alles hinterfragen, alles natürlich richtigstellen und die meisten Quellen sprechen über Themen, insbesondere zum Thema Autismus, die sie nicht völlig verstehen oder auch nicht verstehen wollen.
Und deswegen lesen wir weiter. TikTok-Videos werden nicht zwangsläufig auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Unabhängig davon, ob ein Video absichtlich oder unabsichtlich Fehlinformationen enthält, kann irreführender Content viel Verwirrung auslösen und dafür sorgen, dass wir der medizinischen Community weniger Glauben schenken. Wenn eine Person ein Video sieht, das sie ihr einzureden versucht, sie habe ADHS und sie sich dann medizinisch untersuchen lässt und gesagt bekommt, sie habe kein ADHS, kann das die Autorität der Medizin untergraben, meint Dr. Cook. Vielleicht denkt diese Person danach, Ärztinnen haben keine Ahnung, wovon sie reden. Schön und gut, aber wenn es um die chinesische Regierung allgemein geht und sie dann kritisiert und zu 100-1000% kann man davon ausgehen, dass diese Videos dann von TikTok gelöscht werden bzw. der Kanal gesperrt wird. Denn Kritik an der chinesischen Regierung ist genau wie Kritik an der nordkoreanischen Regierung sehr tödlich. Obwohl Nordkorea da ein ganz anderes Level in Sachen Gewalt drauf hat. Aber genug davon, lesen wir weiter. Obwohl Social Media niemals deine primäre Quelle für medizinische Informationen sein sollte, hält Dr. Cook die Selbstdiagnose doch ab und an für legitim. Weil das Gesundheitssystem in vielen Ländern immer noch wohlhabendere Menschen bevorzugt, findet sie es okay, sich diesem System zu entziehen. Vorausgesetzt, man tut es auf gründlich informierte und verantwortungsbewusste Art und das nicht nur auf TikTok. Paige Lale, auf TikTok bekannt als @PageLale, wo sie 2,6 Millionen Followerinnen hat, unterstützt ebenfalls die Selbstdiagnose, wie auch Dr. Cook, aber auch fernab von TikTok. Lale bekam kurz nach ihrem 15. Geburtstag die Diagnose Autismus, nachdem sie einen Suizidversuch zu einem Kinderpsychiater geführt hatte. 5 Jahre danach hat sie sich ihre Followerschaft vor allem durch ihre Posts zur Neurodiversität aufgebaut. Ich fing an, über Autismus zu sprechen, weil viele Leute auf TikTok das Wort Autismus als Synonym für dumm benutzen, erzählt Lale. Ach was. Autismus soll also ein Synonym für dumm bedeuten? Boah, das kriegen diejenigen, die das als Synonym benutzt haben, sowas von zurück. Das negative Karma wird auf sie zurückschrecken. Dann werden wir mal sehen, wer dann ein Synonym für dumm hat. Und das werden wir auf jeden Fall im Laufe der Zeit auch bemerken. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, wir Autisten sind keinesfalls dumm. Also wird doch die Wahl doch eng, oder? Weiter geht's. Ich poste also ein Video dazu und es war das erste, das mehr als 100 Likes bekam. Nach einer Weile waren es dann über 100.000. Da wurde mir klar, dass viele Leute diese Informationen wollen oder brauchen und ich sie ihnen geben kann. Lale postet keine Videos zur Selbstdiagnose, unter denen sich die Leute melden sollen, die sich darin wiedererkennen. Sie konzentriert sich darauf, Informationen zum Thema Autismus zu teilen und eine Community aufzubauen. Eine Selbstdiagnose ist legitim und sollte es auch sein. Es gibt unzählige Gründe dafür, warum sich jemand keine klinische Diagnose holen kann, meint sie. Wichtig ist mir aber, benutze mehrere glaubwürdige Quellen, um dich zu informieren. Nicht nur mich. All diejenigen, die unter ihren Videos den Verdacht äußern, selbst autistisch zu sein, verweist sie an eins ihrer YouTube-Videos zu deinen nächsten Schritten, inklusive selbstdiagnostische Tipps und Ratschlägen für ein ärztliches Untersuchungsgespräch. Auch Dr. Karnevsky hat auf ihrem TikTok-Account Tipps für Leute gesammelt, die sich selbst keine mentale Gesundheitsversorgung leisten können. Also sprich, diejenigen, die halt als Menschen zweiter Klasse abgestempelt wurden. Ja. Und was das Gesundheitssystem zwischen Privatversicherten und gesetzlich Krankenversicherten angeht, da wollen wir uns da gar nicht ausmalen, welche Unterschiede und welche Ungerechtigkeiten zwischen beiden stattfinden. Die einen werden bevorzugt und die anderen werden auf die ewige Warteliste gesetzt. Und deswegen lesen wir weiter. Hürden bei der Behandlung und den Medikamenten.
Ein Grund dafür, wieso es hilfreich ist, dir eine professionelle Diagnose einzuholen, ist die Möglichkeit eines sicheren und effektiven Behandlungsplans. Dr. Kanewski und Dr. Cook warnen, dass auf TikTok zahlreiche Fehlinformationen zu vermeintlichen Behandlungsmöglichkeiten für diverse mentale Erkrankungen kursieren, sowie auch falsche Informationen zu Symptomen. Manche Leute verteilen beispielsweise Ratschläge zur Ernährung, die überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert sind und auch nicht helfen. Oder sie empfehlen Supplements, die ohne medizinische Aufsicht nicht eingenommen werden sollten, meint Dr. Kanewski. Ja, und genauso wenig helfen diese sogenannten Power Snacks, die eigentlich Obst und Gemüse sein sollten. Na gut, wenn man sich halt die Tipps von Sportacus holt, dann sind sie nicht unbedingt für uns Menschen im Autismus-Spektrum bzw. für Menschen im ADHS-Spektrum geeignet. Denn das wissen wir zum einen sowieso selber, dass Obst und Gemüse natürlich wichtig sind für den Körper. Gar keine Frage. Aber zum Thema Autismus und ADHS allein damit zu begründen, das hilft natürlich nicht. Deswegen, weiter geht's. Vielleicht findest du auf diese Art also gar keine Lösung, die dir wirklich helfen können. Eben. Und Power Snacks ist zum Thema Autismus als auch ADS gar keine Lösung. Aber für die gesunde Ernährung schon. Aber das hat ja mit dem einen oder anderen gar nichts zu tun. Soviel dazu. Weiter geht's. Dr. Cook zufolge hat sie sogar schon Leute auf TikTok gesehen, die ADS-Betroffene dazu aufgefordert haben, ihre Medikamente gegen das Nahrungsergänzungsmittel L-Tyrosin einzutauschen. Sowas macht mir Sorgen, sagt sie. Ja, das ist genauso wie, dass man die Medikamente, die man damals hatte, einfach beiseite lässt und stattdessen auf Contergan zurückgreift. Und man konnte ja sehen, was mit den Neugeborenen angerichtet wurde. Und man müsste doch im Jahr 2023 doch gelernt haben, dass man nicht alles glauben soll, was man erzählt bekommt. Weiter geht's. Obwohl Dr. Cook betont, dass nicht jeder zwangsläufig eine klinische Diagnose braucht, kann es für Betroffene, insbesondere junge Betroffene, doch den Zugang zu hilfreichen Ressourcen und Behandlungsmöglichkeiten einschränken. Noch dazu kann es sein, dass sie dadurch die Chance verpassen, aufgrund ihrer speziellen Bedürfnisse anders berücksichtigt zu werden, beispielsweise in der Schule. Lel wünscht sich genau deswegen, die Selbstdiagnose würde reichen, um derartige Anpassungen gewährt zu bekommen. Letztlich liegt das an der Ressourcenknappheit. Wir priorisieren, wer Hilfe bekommen sollte. Dabei sollte jede Person, die von solchen Rücksichtsmaßnahmen profitieren könnte, diese auch bekommen. Egal, ob sie das in Form eines sehr teuren ärztlichen Wischs nachweisen kann, meint sie. Dr. Kanewski ergänzt, wenn sich Betroffene keiner professionellen Untersuchung unterziehen, finden sie es für sich selbst, wegen ihrer Erkrankung oder Störung anders berücksichtigt zu werden. Aber doch nicht so. Wenn man das mit Erkrankung oder Störung definiert, dann macht man sowieso alles zunichte. Denn ADS und Autismus sind weder Erkrankung noch eine Störung. Weiter geht's. Die Expertinnen sind sich jedenfalls daran einig, dass es völlig okay ist, dir TikTok zu geistigen Erkrankungen anzuschauen und sich darin wiederzuerkennen. Es ist genauso okay, diese Videos zu posten, offen darüber zu sprechen, hilft dabei, die Stigmatisierung dieser Krankheiten oder Störungen zu reduzieren und schenkt ihnen eine Community, die sie brauchen. Solche Videos können aber niemals das große Ganze abbilden. Vor allem, wenn du bedenkst, dass jeder auf TikTok posten darf und dass der Algorithmus so designt ist, dass dir vor allem Videos gezeigt werden, die denen ähneln, mit denen du bereits interagiert hast. Dadurch bekommst du nur wenige Gegenpositionen angezeigt. Und nur wenige Gegenpositionen. Damit sind ja auch die Videos gemeint, die ADHS als auch autistenfeindlich sind. Von der letzten Generation wollen wir gar nicht erst reden. Aber dazu wird auch in den nächsten Tagen auch ein Video kommen. Da kann ich euch schon mal so viel versprechen. Es wird ein neuer Vortrag präsentiert. Weiter geht's. Wenn du dich also fragst, ob du diese oder jede Krankheit haben könntest, nachdem du ein Video dazu gesehen hast,
solltest du diesen Verdacht nur als Ausgangspunkt betrachten, nicht als Diagnose. Achte darauf, dass die Leute, die du dir anhörst oder schaust, auch auf TikTok wohlgemerkt, lizenzierte Profis sind, und zwar idealerweise Expertinnen in ihrem Feld, meint Dr. Cook. Informiere dich zu der Erkrankung in diversen angesehenen medizinischen Quellen und wenn du kannst, bitte deine Ärztinnen um Rat. Wie Dr. Cook sagt, die Leute, die sich meinen Content ansehen, verdienen mehr als ein einminütiges Video. Sie verdienen die ungeteilte Aufmerksamkeit eines Experten oder einer Expertin. Und da wurde natürlich gar nicht gegendert, aber sonst wurde da halt gegendert. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also zu den beiden Autoren Elisabeth Korn und Mireille Zahmann gibt es irgendwie keine Infos dazu. Na gut, war ein Versuch wert. Das Thema wird uns auf jeden Fall weiterhin beschäftigen. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, dieses Video wurde vor nicht mal 8 Stunden aufgenommen. Und deswegen war es natürlich auch schwierig, das Ganze so umzuschneiden, weil da waren auch sehr viele Pannen mit dabei. Deswegen halt die Eile und die raschen Schnitte. Und deshalb meine Frage an euch, was haltet ihr zu diesem Thema? Schreibt es gerne in die Kommentare und Meinung etc. pp. Also viel zu liken, also viel zu teilen. Also den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ich kann euch schon so viel verraten, wir sehen uns morgen mit neuen Reactions wieder. Ich würde mal sagen, schau Leute, wie gesagt, Tommy, das ist Leoparde. Nein, Tiger! Leoparde! Tiger!